Hey Freunde, herzlich willkommen zum Start in die Dortmund-Karriere. Ich weiß, von vielen wurde das Ganze schon sehnsüchtig erwartet, aber jetzt geht's endlich los. Wir werfen erstmal einen Blick in die Teamzentrale. Wir haben 3 Torhüter, das ist natürlich für FIFA einer zu viel. Und in der Regel braucht man ja auch keinen wirklich guten Backup-Torhüter. Ich würde hier den Alex Meyer, der ist ja auch schon 33, den würde ich jetzt tatsächlich mal auf die Transferliste setzen. 2 Linksverteidiger, das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir hier, ja, Süle. Wie war das? Burger-Pizza-Süle. Oha, Nico Schlotterbeck, ein 85er Gesamtwert. Das ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Also 4 aktive Innenverteidiger, das ist auch schon mal ganz gut. Dann haben wir nur einen Rechtsverteidiger. Das heißt, da wir natürlich auch Champions League spielen und da weit kommen wollen, brauchen wir definitiv einen Rechtsverteidiger. Dann ZDM. ZM, müssen wir erstmal schauen. Also okay, wir haben 3 ZMs und gleichzeitig auch 3 ZDMs. Und man könnte in Emre Can auch nochmal wieder zum Innenverteidiger trainieren. Das hatten wir ja auch in FIFA irgendwann schon mal gemacht. Özcan aktuell verliehen. Mit dem könnte ich aber sowieso erstmal nichts anfangen. Sehr, sehr geil. Karim Adeyemi, ne? Der ist so richtig schnell. Der wird hier uns so richtig viel Spaß machen in dieser Karriere. Wir werden den auch erstmal direkt trainieren. Und zwar möchte ich irgendwas, wo wir noch mehr Tempo. Hier, komm, Flügel, Spezialbewegung und noch mehr Tempo. In 12 Wochen ist das Ganze abgearbeitet. Bino Gittens, auch aktuell als linker Mittelfeldspieler eingesetzt. Auch ein enormes Tempo. Starker Fuß ist rechts, Adeyemi starker Fuß ist links. Das heißt, hier würde ich dann tatsächlich erstmal eine Position oder Positionsmodifikator spielen. Wir trainieren Adeyemi ins rechte Mittelfeld. Und dann haben wir Bino Gittens fürs linke Mittelfeld. Aufregender Mann für die Zukunft. Auch hier trainieren wir direkt. Ja, Flügel schon mal geil. Spezialbewegung, Tempo. Sabitzer ist auch noch da als zentraler Mittelfeldspieler. Also wir haben für die Zentrale, für die 6, für die 8 haben wir sehr, sehr viele Spieler. Julian Brandt, ZOM. Da freue ich mich richtig drauf. Hat das gewisse Etwas, wird hier mit 85 Gesamtstärke angegeben. Damit können wir richtig gut arbeiten. Donny Malen auch immer noch am Start. Rainer auch immer noch als Talent bei Dortmund am Start. Sebastian Haller verliehen. Und bei den Stürmern haben wir genau Moukoko auch verliehen und Maximilian Bayer zeigt großes Potenzial. Auf den werde ich von Anfang an setzen. Sehr, sehr schneller Spieler, ihr seht es. Ja, wir brauchen hier ganz dringend auch Schießen. Abschluss, Spezialbewegung, Tempo. Wir machen erstmal Stoß, Sturm, Profi. Oha, das dauert 44 Wochen. Haben wir irgendwas, was vielleicht ein bisschen schneller geht? Ne, okay, 44 Wochen. Einmal schnell durchgeschaut und dann schauen wir uns mal das Teammanagement an, beziehungsweise die erste Aufstellung. Wir spielen ein 4-2-3-1 breit mit richtigen rechten und linken Mittelfeld. Spielern, ZDMs und einem ZOM. Das finde ich ganz gut, das werde ich auch beibehalten hier in der Dortmund-Karriere. Spielaufbau haben wir dann Balance, Konter, Balance machen wir mal und dann natürlich auch nochmal der Defensivansatz. Ich möchte eigentlich tatsächlich hoch spielen, also schon ein bisschen offensiver. Mal schauen, wie das hier funktioniert. Ja, und dann vom Sturm her hatte ich natürlich gesagt, da setzen wir direkt auf Bayer. Dann werden wir auch Adeyemi, wir werden ganz klar auf Adeyemi setzen. Donny Malen erstmal auf die Ersatzbank. Bino Gittens über links, das lassen wir dann auch erstmal so. So, dann haben wir hier Anton. Wer ist Anton? Dazu muss ich sagen, ich gucke schon bestimmt seit 3-4 Jahren keinen Fußball mehr im Fernsehen. Deswegen bin ich so, was aktuelle Spieler angeht, nicht so auf der Höhe. Das wisst ihr aber auch schon aus der Bayern-Karriere, dass ich halt, was Aussprachen angeht, bei aktuellen Spielern, da bin ich immer so ein bisschen, naja, so ein bisschen von gestern. Und den hier, Guirassy, den würde ich auch direkt wieder verkaufen. Also ich muss mal ehrlich sagen, ich kann mit dem jetzt hier bei Borussia Dortmund erst einmal nichts anfangen. Denn wir hätten als Stürmer-Backup tatsächlich Donny Malen. Der kann ja RM, Stürmer und LM. Da macht er oder ist er sehr, sehr flexibel einsetzbar. Deswegen ist das natürlich unsere Nummer 1 für die Einwechsel. Ne? Egal ob über links, über rechts oder vorne in die Spitze. Donny Malen, den können wir überall einsetzen. Das finde ich direkt richtig gut. Gleiche gilt auch für Adeyemi. Finde ich super. Bino Gittens ist jetzt eher auf links zu Hause. Ja, wir müssen uns nochmal den Anton angucken. 27 Jahre alt. Okay, wir haben natürlich dann noch den Süle, der ist 28. Oh, Gewicht 99 Kilo, ja. Ach ja, Döner-Süle. Döner-Süle war das, oder? Ja, ist die Frage, kriegen wir den wieder fit in dieser Dortmund-Karriere? Ja, Nico Schlotterbeck.
hat sich hier tatsächlich zum Abwehrchef entwickelt bei Borussia Dortmund. Und dann brauchen wir einen Rechtsverteidiger. Also da würde ich jetzt direkt mal anfangen. Ryerson, ja, was kann er? Ist ja jetzt, muss man sagen, auch schon 26, auch nicht mehr wirklich der Talentierteste. Ich hätte aber gerne einen offensiven Flügelverteidiger. Deswegen werden wir mal gucken, dass wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Tempo in die Sache kriegen. Unsere Scouts. So, die werden wir jetzt erstmal bearbeiten. Und zwar werden wir jetzt erstmal, so wie ich das immer mache, alle Aufträge einfach löschen. So, neuer Auftrag. Wir brauchen Abteilung nicht, aber Position einen Rechtsverteidiger. Alter ist jetzt erstmal, ja, nicht ganz so entscheidend. Wir brauchen Perspektiv. Spieler und Weltklasse-Talente. Danach würde ich jetzt gerne auf der Rechtsverteidigerposition ein bisschen schauen. Und da wird uns direkt einer vom FC Bayern vorgeschlagen, und zwar Boy. Ja, den haben die Bayern auch. Freigabesumme 44 Millionen. Das ist natürlich nicht das, was man sich als Borussia Dortmund leisten kann. Und natürlich würde so ein Wechsel im Real Life auch eher, ist eher der Seltenheit einzuordnen, würde ich sagen. In der Akademie. Okay, Viertelfinale spielen wir erst einmal gegen den deutschen Meister. Zumindest im Profibereich. Die Jugendmannschaft sieht aktuell folgendermaßen aus. Ja, den Ali, den schmeißen wir direkt raus. Dann schmeißen wir auch hier den Konstantin Wagner. Den schmeißen wir direkt raus. 5 Spieler sollten wir behalten, wenn ich mich recht erinnere. Wir brauchen auf jeden Fall den Torwart, den haben wir. Wir haben sogar 2. Es ist jetzt halt die Frage. Die sind vom Potenzial beide aktuell nicht so wirklich der Burner. Und dann noch 4 Spieler fürs Feld. Auch das haben wir. Also mehr dürfen wir jetzt erstmal nicht mehr rausschmeißen. Mit dem Rest müssen wir erstmal klarkommen. Und wir haben ja auch ein ganz ordentliches Talent. Den Thorsten Schmidt. Der ist auch schon recht schnell für seine 14 Jahre. Und da werden wir erstmal gucken, was können wir dem denn, ja, jetzt erstmal Gutes tun. Flügel sieht gut aus, Spezialbewegung und Tempo. Und hier, der Scholz. Der, wie heißt er komplett? Kai Scholz, starker Fuß links. Auch da, boah, Tempo. Ja, die Jungen muss man erstmal auf Tempo bekommen. Hier haben wir auch einen richtig schnellen Außenverteidiger. Und zwar noch einen Scholz, den Ronny Scholz. Okay, auch bei dem würde ich sagen, eventuell kann man dann natürlich auch nochmal Position trainieren. 4 Wochen würde das Ganze dauern. Sehe ich das jetzt richtig? Okay, wir können den hier tatsächlich ins Mittelfeld trainieren. Ich würde jetzt aufgrund seines rechten Fußes tatsächlich sagen, das spielt er erstmal über links. Okay, und dann müssen wir tatsächlich mal im Jugend-Scout-Bereich ein bisschen schauen. Wir scouten nochmal. Hier haben wir nochmal einen deutschen talentierten Scout, Otto Schäfer. Unser anderer Scout, sieht man die Nationalität jetzt nicht mehr. Okay, der hat allerdings ein paar mehr Sterne. Noch irgendwas am Start, was man hier direkt holen könnte? Ne. So, dann schicken wir den Zimmern. Den schicken wir natürlich nicht nach Argentinien, nach Europa, ins deutsche Land für, ich würde mal sagen, 3 Monate. Und wir suchen tatsächlich nach einem Rechtsverteidiger. Ja, ich würde mal sagen, offensiver Flügelverteidiger, Profi. Achso, wir können bis zu 3 Sachen. Was ist denn dieses False Back? Nehmen wir da nochmal einen weg. Übersicht, kurzer Pass, Übersicht, Abfang, Ballkontrolle. Hm, auch nicht schlecht, aber ich bleibe bei den 3. Dann haben wir natürlich auch noch Vorstandsziele. Die kann man sich mal so ein bisschen anschauen. Verpflichtet 2 Jugendspieler in der Jugendakademie-Position. Verteidiger. Verpflichtete 3 Spieler mindestens unter 20 mit dem Potenzial, dass den Gesamtwert übersteigt. Das werden wir sowieso tun. Langfristig verpflichte innerhalb von 2 Saisons 2 Jugendspieler für die Profimannschaft, setze sie in 10 Partien als Startspieler oder einen Wechselspieler ein. Nachwuchsentwicklung, bla bla bla, kennen wir alles. Dann die Markenpräsenz, erreiche eine Serie von 5 Heimspielen ohne Gegentor in der Liga, verpflichte 2 junge Spieler, verringere die Spielergehälter um wöchentlich $160.000. Okay, oh, habe ich jetzt auf Dollar eingestellt hier. Ah, die Währung ist auf Dollar und man kann es. Achso, die Einstellung kann nur auf dem Setup-Bildschirm eingestellt werden. Okay, muss ich jetzt in der Karriere mit Dollar leben? Okay, das wäre dann auf jeden Fall mal was Besonderes, wenn wir jetzt hier die Dollarpreise haben. Na gut, nehmen wir das nochmal, solange es den Dollar noch gibt, machen wir uns ein bisschen drüber lustig. Ersten Coach verpflichten, ja, da müssen wir natürlich auch nochmal schauen. Wir nehmen direkt hier den Toni Müller. Der kann alles, deswegen nehmen wir den erstmal. Ja, ich habe den Müller jetzt mal ins Mittelfeld gepackt und der nächste Coach ist hier ein für die Defensive. Okay, den würde ich jetzt mal die Abwehr trainieren lassen. Also mal schauen, was wir hier noch so finden. Wir haben hier einen, der hat überall 5 Sterne. Ja, und der Rest ist nicht mehr so ganz das, was ich besonders toll finde. Wir hätten hier nochmal, der hat defensiv auch wieder 5 Sterne. Okay, ha, aber da ist natürlich
Gut, da haben wir schon einen, verpflichten wir noch einen. Ich brauche noch einen Torwart. Also einen, der hier richtig gute... Achso, Moment. Ich könnte natürlich den Müller auch den Torwart trainieren lassen. Der hatte ja tatsächlich überall 5 Sterne. Mal gucken, was wir noch so finden. Ja, dann haben wir zum Beispiel nochmal den Jonas Schubert. Fachkraftexperte Jörn Vogel, der Angriff. Okay, und dann brauchen wir nochmal einen fürs Mittelfeld. So, das ist ja aktuell nicht so der Burner, deswegen nehmen wir hier fürs Mittelfeld nochmal den Jonas. Der trainiert dann tatsächlich im Mittelfeld unsere Jungs. Neue Nachricht von Emre Can. Im Namen des gesamten Teams möchte ich mich gerne, also Emre Can ist Kapitän, okay, vor uns liegt viel Arbeit. Das heißt, der Kapitän sollte natürlich auch spielen. Oh, wir haben 3 Angebote. Oh ja, Benze Baini? Nee. Auf jeden Fall hier den Anton. Oh, jetzt bin ich am Überlegen. Wirklich verkaufen, abgeben kann ich den nicht. Aber hier, Torwart Meier. Da würde ich definitiv sagen, für 2,6 Millionen Dollar nehmen wir den an. Benze Baini werden wir ablehnen und auch sperren. Den werde ich jetzt auf jeden Fall in Saison 1, weil wir auch keine anderen Außenverteidiger so wirklich haben, behalten. Und Anton werde ich aber erst einmal behalten. Das heißt, wir werden das Ganze ablehnen. Oh, aktualisierte Scout-Berichte. Genau, hier müssen wir auch nochmal durch. Ja, ist nicht so wirklich alles das, was wir gerne hätten. Und aktuell, oh, Mathis Schreiber, jawohl, der scoutet natürlich für uns in Deutschland, beziehungsweise ich muss jetzt erst die ganzen anderen Scouts. Ah, okay, wir haben schon. Ah, das hat auch 5 Sterne. Okay, der scoutet uns für uns in Deutschland, Italien, Frankreich. Ja, und wo schicken wir noch einen hin? Italien, Frankreich. Obwohl, Italien, gibt es da überhaupt noch irgendwie Talente? Das ist ja auch seit ein paar Jahren so ein bisschen wie ausgestorben. Wir suchen mal wieder ein holländisches Talent. Jugendturnier hat begonnen. Ja, aber da werden wir jetzt nicht direkt reingehen. 2 aktualisierte Scout-Berichte, da waren wir gerade schon. Jugendturnier hat begonnen. Trainingspläne haben wir uns dann auch schon angesehen. Und wieder 2 Angebote sind am Start. Meier Kauf und Laie Bayer. So, Bayer? Auf gar keinen Fall. Alles blockieren hier. Und dann nochmal Torwart Meier. 2,75. Noch Bremen würde ich auch erstmal annehmen. Und Alex Meier wechselt zu Heidenheim. Okay, das war jetzt ein schlechter Deal, heißt es hier. Werfen wir mal einen Blick auf den Kalender. Ich möchte auf jeden Fall nicht das Vorbereitungsturnier spielen. Wir starten direkt mal gleich gegen Frankfurt ins erste Spiel. Mal gucken, wie viel jetzt auf dem Transfermarkt noch passiert. 76 Millionen Dollar haben wir aktuell. Wie viel können wir ausgeben? 57 Millionen Dollar? Ich glaube, ja, das ist nicht so wirklich viel, aber der Kader ist auch echt stark. Also gerade offensiv, muss ich ja schon sagen, haben wir da echt einiges an guten Spielern und auch immer noch an Talenten. 8 ungelesene E-Mails. Stillstand, Meier verkauft, Scout unterwegs, Transfernetzwerk, bla bla bla, Jugendscout Academy Bericht, Visions, Vorstellung, ich möchte mich vorstellen. Ach, diese ganzen Standard-E-Mails, die man immer bekommt. So, Scout Bericht auch aus Frankreich ist jetzt aktualisiert. Was haben wir denn hier Schönes für Rechtsverteidiger? Wenderson, ja, okay, den werden wir auf jeden Fall mal beobachten. Santos. Thiago Santos. Okay, auch den werden wir mal beobachten. Beobachten zeigt großes Potenzial. Dann haben wir Chato, würde ich jetzt nicht nehmen. Und Kombedi würde ich jetzt auch erstmal nicht beobachten. Dann haben wir Italien. Mal gucken, was da so herkommt. Kajode. Nee, Cambiasso. Finde ich eigentlich zu alt. Dann haben wir Del Prato. Eigentlich zu alt, aber guckt euch mal die Werte an. Den werden wir uns mal genauer anschauen. Cambiasso. Mal so ein richtiger Italiener bei den Schwarz-Gelben. Hätte doch was. Bellanova. Oha, Freigabesumme 20 Millionen. Oha, der hat aber ein Tempo. Sicher, dass der Rechtsverteidiger spielen soll. Und was hat Torben denn für uns? Ja, da sind schon ein paar mehr am Start hier. Scout ich nicht nach Rechtsverteidigern? Da muss ich mir die Aufträge nochmal anschauen. So, wir suchen einen rechten Verteidiger. Und was kriege ich hier vorgeschlagen? Alles Mögliche gerade. Also das ist ja nicht so das, was ich mir in etwa vorgestellt habe. Campbell, erhaltenes Angebot. Campbell, boah, die wollen den haben. Habe ich Verwendung für den? Wenn ich den jetzt wieder zu früh verkaufe, heißt es wieder, ich verkaufe alle guten Jugendspieler. Ja, wir haben erstmal Posteingang, Nationaltrainer, blablub. Und im Prinzip, da wir ja mit 2 ZDM spielen, brauchen wir natürlich auch keine richtigen zentralen Mittelfeldspieler. So, das heißt, wir werden Sabitzer mal ein bisschen umpositionieren. Mal gucken, wie lange das dauert. Der kriegt ZOM 2 Wochen, also als Brand-Backup. Dann haben wir Wettchen, würde ich ihn aussprechen. 18 Jahre jung, den werden wir dann auch entsprechend von der Position her als ZDM einfach mal einsetzen.
Was? Warum kostet? Warum dauert das 105 Wochen? Das ist doch mal total. Der ist doch neben Position ZDM. Na gut, aber lassen wir das. Und dann haben wir noch Mecha. Was machen wir mit dem? Auch hier sehe ich dann tatsächlich eher ZDM. Okay, 2 Wochen. Wenn wir das machen, dann haben wir da definitiv schon mal ein bisschen mehr Potenzial. Und dann haben wir auch wieder das Reyna-Problem. Seit wie vielen Jahren, seit welcher Dortmund-Karriere ist Reyna bei uns? Und seit wie vielen Jahren versuche ich aus Reyna einen vernünftig starken Spieler zu machen? Und seit wie vielen Jahren funktioniert es einfach nicht mit mir und Reyna? Aber wir geben ihm wieder eine Chance. Mal gucken, wenn wir den so ein bisschen vom Tempo her, da muss definitiv was kommen. Genau, und dann hatte ich ja beim Stürmer, Guirassy hatte ich ja gesagt. Wir schauen nochmal auf den Entwicklungsplan. Ah, 69. Das ist ja so ein bisschen wie Harry Kane. Also, nee, den brauche ich nicht für meinen Spielstil. Passt der definitiv nicht. Dann haben wir noch Verliehen Sebastian Haller. Da würde ich eher tatsächlich den zurückholen von der Leihe oder auch Moukoko, wo es ja Gerüchte gibt, dass der gar nicht 19 ist, sondern deutlich älter sein soll. Aber woher soll ich das wissen? Ich meine, das Tempo mal Moukoko war ja auch mal deutlich besser. Nur noch 77. Ja, falsche 9. Ansonsten, ja. Also vom Tempo her, Bayern 89, das ist schon für einen Stürmer eine absolute geile Sache. Da freue ich mich richtig, vor allem wenn der sich jetzt noch ein bisschen entwickelt. Und in der Bayern-Karriere gegen Dortmund stand er ja auch in der Startelf. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwas falsch mache. Genau, wer war denn jetzt Campbell? Wer war jetzt Campbell? Das ist nochmal ein rechter Mittelfeldspieler. 1,6 Millionen. Also ich bin offensiv so gut besetzt von Anfang an. Deswegen, ich werde den erstmal abgeben. Also sollten wir irgendwann sagen, oha, Campbell, den müssen wir zurückholen, dann entwickelt er sich hoffentlich bei einem anderen Verein und sollten wir 10 Millionen zahlen müssen, um ihn zurückzuholen, dann ist uns das auch 10 Millionen Euro wert. Adeyemi werden wir definitiv... Trainiere ich da jetzt schon was bei Karim Adeyemi? Natürlich rechter Mittelfeld. Spieler. Adeyemi wurde kontaktiert. Warum hat er dann eine Freigabesumme? Angebot 73 Millionen. Freigabesumme 73,1 Millionen. Ja, aber das geht natürlich so nicht. Deswegen werden wir dann nochmal delegieren. Freigabesumme. Okay, da müssen wir tatsächlich verhandeln. Rolle im Kader. Rotation. Ich glaube, er hatte wichtig. Das will er dann natürlich auch behalten. Ja, wir wollen natürlich auch nochmal ein Jahr verlängern. Völlig klar. Das klappt dann auch. Freigabesumme gibt es nicht. Damit sind auch alle einverstanden. Jetzt Gehalt. Aktuell 46.000. Komm, 60.000. Wir packen mal ein bisschen was drauf. Ich hoffe, das ist so in seinem Interesse. Ja. Faires Angebot. Wahrscheinlich viel zu viel, ne? Neue Nachricht von Adeyemi. So was sagt er denn? Hallo Boss, wollte ihm mitteilen, dass mein Vertrauen, die Fähigkeiten, okay. Wir respektieren dich sehr, bitte bleib bei uns. Ich hoffe, du wirst den Verein irgendwann wieder großartig machen. Scout-Berichte aktualisiert. Interessiert uns jetzt gerade erstmal nicht. Nächstes Event in 9 Tagen. Und Campbell, Cole Campbell wechselt zum KV Mechelen für 1,6 Millionen. Angeblich schlechter Deal. Ist uns aber wurscht. Ungelesene Post haben wir auch. Campbell verkauft und Stillstand bei den Verhandlungen mit Adeyemi. Da haben wir auch die Verkaufsoption rausgenommen. Dann schauen wir uns doch mal wieder die Scouts an. Da soll es ja wieder was Neues geben. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, warum wird uns jetzt hier ein Stürmer vorgeschlagen? Ist der doof, der Scout? Scheint so, ne? Ja, von Bayern werden wir natürlich keinen holen. Von Leverkusen sollten wir auch keinen holen, dem deutschen Meister. Was ist das denn hier? Selbstgefällig. Ne, solche Spieler will ich sowieso nicht haben. Stanisic von den Bayern werden wir auch nicht kriegen. Und das ist dann nochmal wieder Leverkusen. Also die sind hier schon richtig stark aufgestellt, ne? Also da mitzuhalten wird schwierig. Und man kann jetzt auch Spieler aus Scout-Bericht entfernen, muss ich ja mal sagen. Das ist eine ganz, ganz tolle neue Sache. Mittelstädt 27 werden wir mal beobachten vom VfB Stuttgart. Tabsoba brauchen wir nicht, den Führich. Ja, wir werden uns den mal anschauen. Ich kenne den so erstmal nicht, aber als deutscher starker Spieler wäre der natürlich für Dortmund interessant. Also Leverkusener Spieler fallen weg, genauso wie die Bayern-Spieler. Der Holländer in Italien. Was haben wir hier? Cambiasso. Achso, der ist schon auf der Wunschliste. Okay. Und dann werden wir den Rest. Was ist das denn hier? Auch nicht gerade uninteressant. Aber wir haben gerade ein paar Spieler. Die wollen wir uns natürlich jetzt erstmal anschauen. Die erste Transferzentrale. Wir warten noch auf Mittelstädt. Der könnte auch L
WM-Scouting läuft noch ein Tag. Okay, und Führich haben wir auch noch einen Tag. Und dann haben wir hier schon mal die ersten 9 Rechtsverteidiger. Je jünger, desto besser. Also hier hätten wir Thiago Santos von Lille. 21 Jahre jung, relativ schnell unterwegs. 23 wäre natürlich auch noch im Rahmen. Brasilianer Wanderson könnte auch im Mittelfeld spielen. Ja, wie sieht's mit weiteren Werten aus, beziehungsweise Marktwert? Okay, 23,8 Millionen wäre eine Möglichkeit. Hier müssen wir eher so 26 Millionen hinlegen. Wir warten nochmal Mittelstädt ab. Neue Position für Adeyemi verfügbar. So, der ist jetzt rechter Mittelfeldspieler und jetzt machen wir Tempo und Spezialbewegung. 2 neue Angebote sind auch am Start für Süle und Wettjen. Also den Wettjen, der ist ja ZM, den trainieren wir gerade um auf ZDM. Danach wollen wir uns das Potenzial erstmal neu anschauen. Deswegen werde ich das Ganze einfach mal offen lassen und Niklas Süle. Nee, nach Real Madrid. Genau, als ob. Und wieder neue Angebote. Durin will. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Und zwar der VfB Stuttgart hätte gerne unseren Flügelspieler. Ich weiß, ihr werdet dann wieder böse, wenn ich zu schnell zu viele, vor allem die jungen Spieler, verkaufe und mir selbst junge Talente hole. Deswegen, ich warte dann nochmal ab. Wir haben eine Mitteilung. Positionswechseloption bei Adeyemi. Das haben wir dann schon erledigt. Und gleich müssten auch die nächsten Positionsmodifikatoren, nenne ich es ja immer. Das ist so ein bisschen aus Food, weil ich es ja so oft gespielt habe, dieses Food, ne? Müssten da gleich noch ein paar reinkommen. So, wir haben ja Benze Baini als LV und wir haben als RV Ryerson beide. Hier haben wir 79er und Benze Baini ist ein 78er. Also, kann einer von beiden links... Achso, wir haben 2 LV. Kaba ist ja auch noch da. Ganz jung, Vertrag läuft aus. Okay, da müssen wir auf jeden Fall uns mal den Entwicklungsplan anschauen. Was machen wir denn bei Kaba? Wenn wir dem jetzt nochmal eine neue Position beibringen. 2 Wochen, guck mal, dann kann der RV und LV, dann haben wir zumindest mal einen, der auf beiden Seiten einsetzbar ist. Das finde ich ja auch immer richtig nice. Und vielleicht geht das ja auch bei Benze Baini. Aber ja, Position, schauen wir mal. Oh, okay, wir werden auch das machen, Benze Baini. Aber dann ist er nachher fester links, nee, Rechtsverteidiger. Starker Fuß links. Okay, dann könnte er natürlich besser flanken, wenn wir zur Grundlinie gehen, so als Beispiel. Dann müssten wir Ryerson natürlich eigentlich, müssen mal gucken, wie das hier ist mit der Position auf auch nur 2 Wochen. Starker Fuß rechts. Okay, bei dem ist es dann ein bisschen anders. Also wir würden hier direkt einfach mal die Position, beziehungsweise der hat schon Nebenposition LV. Dann macht das natürlich, das Ganze zu trainieren. Wir bleiben aber offensiver Flügelverteidiger. Okay, wir sind schon relativ gut aufgestellt, aber ein weiterer. Also jetzt im Prinzip brauchen wir ja einen Linksverteidiger. Man kann ja auch alle recht schnell immer umtrainieren. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir nehmen LV, nehmen wir auch noch mit. Also sollten wir guten Linksverteidiger bekommen, dann bin ich da jetzt nicht so, dass ich sage, boah, wir müssen unbedingt einen Rechtsverteidiger nehmen. Und dann müssen wir uns Durinville nochmal anschauen. Und zwar bei Teamzentrale. So, wie schnell ist der? Das ist jetzt erstmal so, wo ich mir denke, okay, 84er Tempo für einen 18-Jährigen ganz ordentlich. Damit kann man auf jeden Fall ein bisschen was anfangen. Spezialbewegung 4 Sterne. 1,70 relativ klein, aber für den Flügel ist halt nur die Frage, wen könnte er langfristig ersetzen? Ne, wir haben ja den Bino Gittens, wir haben hier den Malen, wir haben Rainer, wir haben Adeyemi. Also wir sind eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Deswegen Durinville würde ich dann tatsächlich, ich würde ihn verleihen. Ich würde ihn tatsächlich auf die Leihliste setzen. Weil ich kann ihn aktuell nicht selbst ausbilden. Und, ja, Mittelstädt, guck mal. Der kann LM, der... Ja, ist halt die Frage. Dann haben wir, müssen wir mal schauen. Also, ist das wirklich die Position, wo wir uns verstärken sollten? So ein Mittelstädt auf die Bank setzen. Ah, der wäre tatsächlich was für die erste Elf, ne? Ja, der könnte natürlich auch nochmal den Schritt auf 80 machen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Dann haben wir Führich. Ja, aufgrund des Personals, was wir schon haben, nicht so wirklich. Ah, ich meine, ist auch nicht schlecht, ne? Ist definitiv auch nicht so schlecht. Also, wenn wir einen deutschen Spieler haben wollen und den Mittelstädt holen, dann würde ich sagen, ist das unser Mann, oder? Ja, wir werden mal eine Transfersumme anbieten, ne? Es ist ja nicht so, wir werden jetzt mal 20 Millionen, also Dollar. 20 Millionen Dollar. Oha. Und im Tausch mit Bino Gittens. Boah. Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, muss ich mal so tatsächlich sagen. Also so geht das jetzt nicht.
Wir würden uns sonst mal auf 22 Millionen, vielleicht treffen wir uns da. 29 Millionen, okay, Gegenangebot. Also ein kann ich noch, ne? Wie viel haben wir noch? Okay, 28 Millionen. Wenn wir 25 glatt machen, dann hätten wir noch 33 Millionen für weitere Spieler oder einen Spieler. Weiß man ja auch immer nicht. Aber ich glaube, es klappt. 26,1. Ah, nee, hier als neuer Verantwortlicher muss ich ja bei Dortmund auch das letzte Wort haben in solchen Verhandlungen. Okay, die bleiben hart, 26,1. Aber dann möchte ich halt auch nochmal sagen, nö, die 100.000, nö. Ah, faires Angebot. Das hat auf jeden Fall erstmal gut funktioniert. Ja, Rolle im Kader wichtig. Ja, also ich kaufe den tatsächlich schon für die erste Elf. Tja, was würde ich sagen, erstmal 2 Jahre. Ich glaube, damit können wir beide gut leben. Freigabesumme auf gar keinen Fall. Gehalt hätte er gerne, also ein paar mehr Dollars hätte er schon gerne. Ja, wir sind ja ein guter Arbeitgeber, sage ich ja immer, ne? Ein guter Arbeitgeber, der ist definitiv bereit zu sagen, ach komm, warum hast du nicht mehr verlangt? Wir machen 45.000 Euro glatt. Ja, er hatte zwar andere Vorstellungen, aber da wir deutlich mehr zahlen, als er sich gewünscht hat, freut er sich auf Borussia Dortmund. So, Mittelstädt, 26 Millionen. Ich glaube mal, das ist ein ganz guter Deal. Okay, nur C. Natürlich haben wir uns jetzt nicht so absolut wirklich verbessert, sage ich jetzt mal. Ja, weil wer ist denn Kuto jetzt auf einmal schon wieder? Ach so, der ist eigentlich rechter Mittelfeldspieler. Ha, der ist ja als Rechtsverteidiger gerade drin. Den hatte ich auch noch gar nicht irgendwie auf der Liste. Genauso wenig wie eben den Anton. Aber Ryerson setzen wir erstmal auf die Ersatzbank. Und Mittelstädt, der kommt jetzt tatsächlich erstmal ins Team. So, jetzt muss ich mir Kuto nochmal angucken. Ach, ich dachte, der wäre verliehen, aber wir haben uns den ausgeliehen. Ach so, von Man City. Ja, was ist denn das so für einer? 85er Tempo. Okay, den haben wir da rechts erstmal, aber ach gut, den hatte ich jetzt überhaupt nicht mit eingeplant. Ich dachte, der wäre verliehen. Deswegen, okay, der ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen. Jetzt haben wir natürlich schon wieder einen Außenverteidiger im Prinzip zu viel. Ja, ich glaube, mit Mittelstädt statt Benzebaini, ich glaube, da machen wir schon mal einen ganz guten Deal. Dann haben wir Kaba, den bilden wir für beide Seiten aus. Und Ryerson ist quasi der Backup-Spieler jetzt für den von Man City. Und zwar für Kuto. Genau, so war das. Also Spieler ausleihen finde ich ganz, ganz doof. Ich überlege auch gerade tatsächlich, diese Leihe abzubrechen. Weil, was bringt uns das? Den geben wir nach einem Jahr wieder ab und nehmen uns tatsächlich selbst die Chance, einen guten Spieler auf dieser Position weiterzuentwickeln und auszubilden. Wir bilden den jetzt aus, um ihn dann wieder zurückzugeben. Nee, das ist eigentlich überhaupt nicht so mein Stil, irgendwie eine Mannschaft aufzubauen oder irgendwie einen Verein zu führen. Deswegen, nee, komm. Auch wenn das vielleicht eine echt gute Sache ist, den auf rechts als Verteidiger spielen zu lassen, ich werde die Leihe direkt beenden, zahle auch gern die 500.000 Dollar Strafe. Aber wie gesagt, da lasse ich tatsächlich jetzt erstmal den Ryerson ran. Dann haben wir auch noch den Anton, beziehungsweise ich setze erstmal auf Süle. Ich glaube, wir kriegen den Süle wieder fit und haben den Anton dann ja auch noch als Backup. So, was haben wir denn hier alles für schöne Backup-Spieler? Wettchen, den würde ich auch nochmal zu Hause lassen. Okay, Reserve haben wir aktuell 3 Spieler. Den Guirassy will ich ja noch loswerden. Und Duren will, würde ich ja auch noch gerne verleihen. Mal schauen, ob das jetzt noch irgendwie klappt. Und wir haben wieder 3 Angebote für, ja, oh, tatsächlich für Wettchen. Und zwar alles Kaufangebote. Hatte ich ja gesagt, da warte ich erstmal den Positionswechsel ab. Und Duren will, den würde ich tatsächlich gerne verleihen. Stuttgart würde gern kaufen, deswegen würde ich das Ganze ablehnen. Neue E-Mail vom Trainerteam. Spielerleihe abgelaufen. Okay, das haben wir ja bewusst so gemacht. So, kann ich das Ganze ablehnen, weil ich möchte im Prinzip eigentlich direkt in die Saison starten. Können wir erhaltenes Angebot für Wettchen. So, und wieder ein Transfer, genau, da bin ich jetzt noch gar nicht so richtig sicher. Ich warte nochmal die Positionsaktualisierung ab. 35 Tage bis zum Spiel. Donny Malen wurde kontaktiert. So, ist das auch wieder so, dass der noch, ja, Freigabesumme, eieiei, auch hier müssen wir am Vertrag nochmal was tun. Freigabesumme ist raus, 2 Jahre Schlüsselspiel. Ah, das Ding mit dem Schlüsselspieler, das könnte für uns tatsächlich ein Problem werden. Aber da kommen wir, wie in den vergangenen Teilen von FIFA, das konnte man noch nie ändern. Da kommen wir nicht drum rum, dass der Rolle im Kader gerne Schlüsselspieler hätte. Das könnte zum Problem werden, aber okay, dann müssen wir das tatsächlich erst einmal so
akzeptieren. Ja, und jetzt Gehalt. Wie viel Dollars hätte er gerne? Dann geben wir mal 80.000 Dollar. Wir sind ja ein guter Arbeitgeber. Neuer Vertrag heißt auch mehr Kohle bei uns. Und das ist ein faires Angebot. Mir fällt gerade ein, ich sollte ja eigentlich die Kosten reduzieren, aber okay. Neue Positionen sind verfügbar. Sabitzer Mecha. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel bei Sabitzer endlich ZOM. Das ist richtig gut. Der kann jetzt auch offensiv und defensiv eingesetzt werden. Also ein richtig guter Backup-Spieler. Und jetzt mit 30, ja, da lassen wir das Ganze einfach auf ausgeglichen. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal irgendwas anderes hinbekommen jetzt. Und Mecha ist jetzt ZDM, die Position, die wir dann tatsächlich auch brauchen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Wie sieht es denn hier aus mit einer möglichen Entwicklung? Ja, wir machen mal tiefstehender Motor. Das klingt erstmal ganz gut. Und Spezialbewegung brauchen wir auf der Position nicht, aber nice to have. Nachricht von Donny Mal. Der ist natürlich jetzt erstmal zufrieden. Wir respektieren dich sehr. Bayer wurde kontaktiert. So, auch der hat... Wer war denn hier vor mir Trainer und Manager dieses Teams? Also Freigabesummen ohne Ende, das geht doch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Keine Verlängerung. Rolle im Kader wichtig, 55.000. Okay, das werden wir mal akzeptieren. Das müssen wir erstmal gucken. Wer hat denn hier noch alles? Oh, okay, den wollen wir loswerden. Aber so, wer hat denn hier noch Wettjen? Den würde ich auch abgeben. Durinville würde ich auch abgeben tatsächlich dann. Und dann haben wir noch den Ryerson. Würde ich tatsächlich auch abgeben. Oh, Schlotterbeck. Das geht ja nun mal gar nicht. Da müssen wir verhandeln. Ja, Rolle im Kader, Schlüsselspieler ist schon okay. In Dortmund muss jetzt endlich Schluss sein, dass wir hier gute Leistungsträger immer irgendwie oder auch gute, starke Talente, dass wir die irgendwie immer abgeben. Damit ist jetzt Schluss. Solange ich bei Dortmund bin, werden wir versuchen, natürlich mit Leverkusen und auch mit den Bayern so ein bisschen mitzuhalten, was starke Spieler angeht. So, einer der besten Spieler, direkt 100.000, ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. 80.000 Dollar. Oh, faires Angebot. Also 100.000 wären definitiv zu viel gewesen, aber so ist doch total okay. Haben wir ja nochmal Innenverteidiger Mané. Den brauchen wir tatsächlich. Deswegen, aber wir lassen das mal. Ich glaube nicht, dass für den ein Angebot kommt. Lottgard 4 Millionen und oh, Kobel hat auch. Also wir müssen hier direkt alle Verträge einmal irgendwie durch. Das akzeptieren wir. Wir haben Post. Schauen wir mal rein. Stillstand, Angebot zurückzuführen und Positionswechsel haben wir geändert. Und ja, Position für Scholz ist verfügbar. Ah, okay, der ist jetzt im linken Mittelfeld. 64 Guess. Alter 17, okay, der muss sich in diesem Jahr richtig anstrengen, damit das was wird. Deswegen brauchen wir definitiv Flügel, Spezialbewegung und nochmal ein bisschen mehr Tempo. Wir haben wieder Post. Positionswechseloption. Ronny Scholz haben wir gemacht. Durinville und Stillstand bei den weiteren Handlungen, noch 25 Tage und zwei neue Positionen, Kaba und Benzebaini, okay. Benzebaini ist jetzt Rechtsverteidiger und Kaba ist jetzt Rechtsverteidiger. Jetzt haben wir, glaube ich, ein kleines Problemchen. Denn jetzt haben wir tatsächlich nur noch Mittelstädt als Linksverteidiger. Dafür haben wir aber 1, 2, 3 Rechtsverteidiger. Okay, das heißt, wir werden das jetzt, beziehungsweise die sind alle flexibel einsetzbar, aber natürlich hätte ich gerne einen, der nominell auch Linksverteidiger ist. Deswegen würde ich jetzt erstmal, so doof das auch klingt, den Kaba erstmal wieder auf LV zurücktrainieren, damit er nominell erstmal wieder Linksverteidiger ist als Backup für Mittelstädt. Wir haben zwei Angebote, die schauen wir uns dann auch nochmal an. Süle und Durinville-Laie. Okay, Süle, ja, klar. Und dann Durinville, genau, den Laie. 2 Jahre, oh, perfekt, direkt annehmen. 2-Jahres-Laie, boah, ja. Rollen-Update für T. Schmidt. Und zwar ist der jetzt, Rollen-Update, Rolle übernehmen, das Ganze werden wir bestätigen. Mit 14 Jahren, 75er Tempo. Junge, Junge, das ist schon eine ganze Menge. Aber da wir auf dem Flügel einiges haben, vielleicht ist ja tatsächlich auch die Position Stürmer. Okay, da braucht er echt lange, aber der ist ja auch erst 14, also ganz egal, wir werden den einfach mal als Stürmer trainieren. Das dauert zwar richtig lang, aber ihr seht es ja, hauptsächlich beim Schießen Wert von 51 muss sowieso viel getan werden. Okay, Schmidt wird Stürmer. Und wieder Post. Eieiei, wir sind hier nur am Rennen. So, zurückgezogen, Angebot reißen, Positionswechseloption bei Kavak. Haben wir dann, haben wir doch, glaube ich, gemacht oder nicht? Ja, haben wir. Haben wir sogar wieder
direkt umgeändert. Deutschland aktualisierte Scout-Berichte das erste Mal. So, jetzt brauchen wir aber keinen Rechtsverteidiger mehr. Das ist jetzt so die nächste Sache. Oha, was hat... Oh, Dominik Kaiser. Ja, erstmal verpflichten, erstmal schauen. Otto Hartmann, da weiß man noch nichts über die Beschleunigung. Wir gucken uns die einfach erstmal alle an. Anton Meyer, ja, dann haben wir Thorsten Busch. Ja, komm, wir nehmen auch den erstmal. André Meyer. Das Tempo ist ja... Egal, wir schauen uns auch den erstmal an. Benjamin Klein, da werden wir auch erstmal sagen, komm, wir schauen uns erstmal alle an. Dann gehen wir jetzt in den Bereich der Jugendakademie. Ja, und wir würden tatsächlich den Scout jetzt erstmal zurückrufen. Das heißt, wir senden den Schäfer aus. Hoffentlich geht das jetzt direkt, dass wir den in Deutschland scouten lassen. Tatsächlich 3 Monate. Und jetzt suchen wir einfach mal... Mit Bayer kommt der. Wir brauchen irgendwann einen Torwart. Auch in Dortmund brauchen wir irgendwann einen guten Torwart. Deswegen suchen wir da jetzt auch nochmal einen schönen Torwart-Libero, Torwart-Profi. Einfach beides. Nochmal Post. Netzwerk, hervorragende Jugendarbeit. So, dann ist es auch egal, dass die Gehälter zu hoch sind, immer noch, würde ich mal sagen. Ja, für Kobel erhaltenes Angebot, da haben wir, ja, ist egal, was ihr bietet, muss ich ganz ehrlich sagen, ablehnen, egal wie viel Dollars, den werden wir behalten. Neue E-Mail von Simmons. Scout ist da, okay. Der neue ist ja auch schon entsandt. Rollenupdate für Scholz. Der ist jetzt... Ah, okay. Der übernimmt... Das ging ja schnell, muss ich sagen. Ronny Scholz, der muss auch, ne? Der muss auch. Der ist 17, der muss... Ja, nur Tempo ist natürlich nicht das Wahre. Deswegen würde ich mal versuchen, hier irgendwo... Ja, ich würde gerne irgendwas, wo schießen, nochmal... Ja, Innensturm, Profi, wo lernt er denn am meisten? Ja, ausgeglichen, ne? Aber das dauert dann auch irgendwie natürlich am längsten. Ich würde mal sagen, Innensturm, Profi, so. Und Durenville hat den Verein für 2 Jahre verlassen. Und wieder 2 Angebote, Mané, da habe ich ja gesagt, also Reyna definitiv nein. Wir versuchen es nochmal. Und dann haben wir hier Filippo Mané. Ah, das ist ja der Innenverteidiger, aber da ich da aktuell nichts habe, würde ich das erstmal ablehnen wollen. So, und jetzt sind es noch 11 Tage, so langsam. Kann es ja mal losgehen. Nochmal ein Angebot für Emre Can. Hey. Bayern. Kaba hat wieder eine neue Position gelernt. Der ist jetzt wieder Linksverteidiger. So, und jetzt können wir mal so richtig Dampf machen bei ihm. Ich würde erstmal Außenverteidiger tatsächlich lernen. Angebot erhalten für Mané schon wieder. Nee, würde ich ablehnen. Ungelesene E-Mails schauen wir uns auch nochmal an. Positionswechsel und Durenville ist ausgeliehen. Okay. Noch 2 Tage. Jetzt kann es ja mal endlich losgehen. Wir haben die Taktik gemacht. Wir haben alles erstmal so gut es geht jetzt eingestellt. Wir gehen gleich zur Presse oder ich gehe jetzt erstmal kurz zur PK. Alle im Team sind top fit. So stelle ich mir das doch vor. Wir gehen also top fit mit einer Neuverpflichtung. 1-2 Änderungen gehen wir jetzt ins erste Spiel. Und jetzt ab ins Stadion. Und da sind wir dann auch schon im Signal Iduna Park. Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt. Und die Fans sind natürlich auch am Start. Ja, was für eine Kulisse hier im Signal Iduna Park. Nico Schlotterbeck, einer der Führungsspieler jetzt in diesem Team, nie neben Julian Brandt. Natürlich sowas wie eine kleine Vereinslegende, dieser Julian Brandt. Jetzt, wo Marco Reus und Mats Hummels nicht mehr da sind, der Umbruch. Jetzt, wo die Legenden fort sind. Emre Can auch in der Startelf als Kapitän, natürlich mit dabei. Die Mannschaften begrüßen sich und jetzt hier die Dortmund Einlaufmusik. Warum denn so spät heute? Ah, ist das schön oder ist das schön? Hey, ja, BVB. Oh, da kriegt man hier selbst als Moderator direkt Gänsehaut-Feeling. Währenddessen fliegt die Aufstellung rein. 4-2-3-1. Das Spielsystem bei Borussia Dortmund. Mitte 13 Groß, der zweite ZDM hier bei Dortmund. Damit habe ich jetzt als Kommentator erstmal nicht gerechnet. Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt im 4-4-2-System. Ja, Führich, der steht auch wohl auf der Liste der Dortmunder, so wie man das gehört hat. Mario Götze, ja, vielleicht gibt es da ja noch eine Rückholaktion. Götze, Reus, Hummels, alle einfach mal zurückholen, nochmal deutscher Meister werden. Ja, wie wäre das? Bayern zum zweiten Mal in Folge nicht deutscher Meister.
Das sollte auch das Ziel der Dortmunder in diesem Jahr sein. Genau wie das Ziel von Leverkusen. Ganz vorne wieder mitspielen. Anstoß für die Frankfurter. Ja, die Frankfurter, die machen hier direkt. Oha, da kommt der Pass natürlich auch noch an. Und die erste Möglichkeit sitzt. Blitzkrieg der Frankfurter gegen Dortmund. Eieieiei. Matanovic. Also, die Eintracht überspielt hier direkt. Ja, alle total geschockt. Erstes Spiel des neuen Trainers. Das hat nicht mal 2 Minuten gedauert. Das Stadion ist ruhig. Die Dortmunder sind sichtlich geschockt. Sowohl die Mannschaft auch als der Blick des Trainers von Dortmund sagt alles. Anstoß jetzt für Borussia Dortmund. Okay, machen wir das Ganze direkt nochmal. Julian Brandt mit Karim Adeyemi. Und der Versuch. Ah, Bayer, der ist ja auch ganz neu jetzt dabei. Mittelstädt. Und Emre Can, natürlich, jetzt mit dem Rückstand spielt es sich und Fehlpass. Das darf natürlich nicht passieren, ne? Das darf natürlich alles nicht passieren. Stellt euch mal vor, Mats Hummels schaut zu und denkt sich hinterher, warum wollten die mich nur nicht mehr haben? Lag am alten Trainer, völlig klar. Ob es jetzt mit dem neuen Trainer Ben Masterful versöhnlich hätte weitergehen können, ist noch fraglich. Aber es ist natürlich noch nicht zu spät, auch einen Mats Hummels da irgendwie zurückzuholen. Vor allem hier. Dönersühle. Da weiß man natürlich auch nicht, wie fit ist er wirklich. Adeyemi und Brandt. Der nächste Versuch. Direkt genommen, kein Abseits. Direkt eine richtig starke Chance für Dortmund zum Ausgleich, die hier natürlich auch schon ein wenig den Druck auch erhöhen müssen jetzt. Jawohl, Beino Gittens, den hat er gut bekommen, aber der Pass war schon wieder direkt eine kleine Vollkatastrophe. Viele Fehlpässe in der Anfangsphase. Der Dortmunder so richtig funktionieren tut das hier noch nicht. So, Adeyemi, den haben sie gut bekommen. Bayer. Kann er Bälle verteilen? Kann er? Adeyemi jetzt über die linke Seite in der Mitte. Wartet Brandt, er kommt nicht ganz dran. Und Brandt. Ja. Erster Abschluss von Bayer, der richtig stark war. Knapp 20 Minuten gespielt. Also merkt schon, die Dortmunder wollen jetzt umso mehr. Niklas Süle. Auf Adeyemi. Und Bayer. Ja, mit so einem schnellen Stürmer, da hat man natürlich viele Vorteile. Er versucht's direkt. Ecke kurz ausgeführt. Beino. Gittens, der war schwach, Abstoß. Ganz stark von Groß. Ja, und jetzt Julian Brandt macht offensiv mit ganz viel Platz für Adeyemi. Der nimmt hier Bayern mit und der vergibt die nächste gute Möglichkeit. Da hätte er vielleicht den Ball nochmal in Ruhe annehmen können und hätte sich die Ecke in Ruhe aussuchen können. Emre Can versucht. Niklas Süle mit der 25 und Groß. Na, wohin mit der Kugel? Spielaufbau, nicht seine Sache. Niklas Süle. Ja, mal der Versuch ein bisschen zu... Ja, kombinieren. Adeyemi. Adeyemi. Junge, Junge, wie viele Chancen braucht der BVB hier? 33 Minuten sind gespielt. Dortmund spielt jetzt im Griff. Ah, Bayer. Den hätte er natürlich gerne irgendwie ordentlich mitgenommen. Hat er so nicht hinbekommen. Oh, Niklas Süle. Ja, Niklas Süle. Aber Ryerson ist es, der hier eine gute Partie spielt bisher. Brandt macht spielbereit. Adeyemi. Ja, aber er bleibt dran. Schade, den kriegt er nicht. Offensiv klappt es noch nicht so richtig bei Dortmund. Wenn es schnell gehen muss. Jetzt mit Adeyemi. Jetzt können sie wieder. Bayer. Den nimmt er richtig gut mit. Und nächste Möglichkeit, Bayer. Starker Keeper hier bei den Frankfurtern. Julian Brandt kämpft. Und Julian Brandt, Eckball. Eckball direkt von Brandt Richtung Schlotterbeck. Der Ausgleich. Jawohl.
Das war ja mal ein starker Vortrag. Eine Standardsituation, ausgerechnet ein Eckball. Führt hier zum Ausgleich für Borussia Dortmund. Hier nochmal Julian Brandt. Stark auf den Kopf von Schlotterbeck gezogen. Der zieht natürlich die perfekte Grimasse. Unmittelbar bevor er diesen Ball ins Tor befördert. Schönes Ding, schöne Slow Motion. Die Fans freuen sich. Ausgleich. Und jetzt wieder die Frankfurter. Jetzt, wo sie wieder müssen, sind sie wieder. Oh, Kobel. Süle, kriegt man nochmal einen Konter hin jetzt. Ah, der Versuch als Seitenwechsel. Mittelstädt. Der neue Zugang. Noch nicht seine Glanzzeit aktuell hier. Da muss er sich erst nochmal ein bisschen reinspielen. Vielleicht in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit ist dann jetzt auch abgelaufen von der Zeit her. Und das war's. Die Spieler gehen mit einem 1:1 in die Halbzeitpause. Dortmund deutlich stärker. Allerdings muss man sagen, was war da am Anfang los? Das Ding muss man definitiv nicht nur jetzt in der Kabine einmal kurz ansprechen. Man muss das auch in der nächsten Woche im Training definitiv aufarbeiten. Anschluss jetzt zur zweiten Halbzeit. Weiter geht's. Und Julian Brandt. Ja, bloß nicht den Ball gleich verlieren. Wird es wieder so ein Blitzangriff wie zum Start ins Spiel. Karim Adeyemi. Ist schnell, ist dribbelstark. Auf Bayer. Darauf. Ja, man sieht es ganz deutlich. Der Abwehrspieler hat genau darauf spekuliert. Und deswegen kam der Pass dann am Ende nicht an. Ganz stark, Ryerson. Adeyemi. Ja, nimmt den hier erstmal gut mit. Und jetzt Julian Brandt. Ja, 1 gegen 1. Wie stark war das denn? Und jetzt legt er sich den Ball sehr weit vor. Brandt gefährlich. Er gibt diese Möglichkeit. Das super Solo von Julian Brandt. Götze kommt. Ja, Eintracht legt hier richtig nach mit Mario Götze. Immer noch 1:1. Man mag es kaum glauben, wenn man die Dortmunder hier so anlaufen sieht. Adeyemi, was kann er? Ja, hat die Übersicht verloren und dann ist es wieder Julian Brandt. Zu harmlos dieser Abschluss. Oh, Schlotterbeck, starker Zweikampf. Und man sieht es hier, die Dortmunder, die Frankfurter rennen an. Zu überhastet der Pass von Julian Brandt. Der erste Wechsel macht sich auch bei Dortmund bereit. Und zwar ist es... Oh, Vorsicht. Die Dortmunder Abwehr muss aufpassen. Schlotti. Der Torschütze dazwischen und jetzt der Wechsel bei Borussia Dortmund. Es kommt Donny Mahl für Beino Gittens. Also ein positionsgerechter Wechsel auf dem linken Flügel. Ja, Süle zum ersten dazwischen und dann Schlotterbeck. Die Dortmunder kriegen den Ball nicht richtig raus. So, ah, verdammt, er wollte natürlich direkt den Turbo anschmeißen. Dazu wird er noch Chance bekommen hier. Der war stark von der Eintracht. Boah, Riesenchance. Kobel draußen. 62. Minute, das wäre es gewesen. Die erneute Führung für die Frankfurter. Aber der BVB im Glück. Wir halten fest, die Abwehr der Dortmunder sehr, sehr anfällig. Groß. Jetzt in die Spitze das Ding. Geht auch definitiv besser. Mittelstädt. Und Julian Brandt. Spiel mal ein bisschen breit machen jetzt. Malen. Jetzt hat er doch die Möglichkeit. Ah, und wieder bleibt er da hängen. Er braucht noch ein, zwei Minütchen, um in diesem Spiel klarzukommen. Und wieder gute Leistung der Dortmunder Abwehr. Donny Mahl. Ah, er kriegt den Ball schon wieder nicht gespielt. Also, das wird den Trainer wahrscheinlich nicht so direkt überzeugen. Ah, Bayer. Jetzt der Pass, ein bisschen spät auf Donny Mahl. Das war leider abseits, ansonsten wäre es schön geworden. Wechsel bei der Eintracht. Oh, vorbei an Mittelstädt. Süle, oh. Uiuiui, also. Ja, man sieht es auch hier wieder, die Abwehr. So ein bisschen Schweizer Käsemodell hier heute. Brandt, weiß nicht wohin. Und dann der nächste Fehlpass im Mittelfeld. Noch eine Viertelstunde zu spielen, aber Brandt geht... entschieden dazwischen, sagt man ja. Oh, stark durch die Lücke, stark durch die Lücke. Noch stärker dieser Gregor Kobel, der hier definitiv... Ah, was ist denn mit Dortmund da los? Ein Fehlpass nach dem anderen.
Brandt jetzt mal. Ja, jetzt endlich mal. Und das ist rot. Das ist rot. Foul gegen Bayer. Aus meiner Sicht direkt letzter Mann. Es gibt die rote Karte für Thiate. Und womit? Mit Recht. Hier kommt die Wiederholung. Bayer wäre sowas von vorbei und durch gewesen. Riesenchance für Dortmund vereidelt. Und jetzt Groth. Frankfurt wechselt direkt und Freistoß für Dortmund. Ausgeführt von Julian Brandt. Oh, der wurde sogar noch gefährlich. 10 Minuten haben die Dortmunder Zeit in Überzahl. Vielleicht jetzt eine Kopie vom ersten Tor. Nein, Ryerson vorbei an der Abwehr. Er legt das Ding in den Rückraum und Bayer kommt nicht ganz dran. Was für ein starkes Auftaktspiel. 7 Minuten sind es noch. Beide Mannschaften, also auch die Frankfurter, die haben jetzt natürlich, man könnte meinen, sie haben nichts mehr zu verlieren. Aber ein Punkt in Dortmund ist definitiv viel wert. Brandt mit dem nächsten Fehlpass noch 5 Minuten. Und Adeyemi, der hat noch Energie. Adeyemi, den nimmt er mit rechts. Wollte am kurzen Torwart-Eck ein Tor erzielen. Es sind noch 3 Minuten. Donny Malen eher enttäuschend. Vielleicht auch fürs nächste Spiel. Kein Foul, doch Foul, noch 2 Minuten. Jawohl, Adeyemi. Und wieder das Ding in die Spitze. Auf Bayer. Auf Bayer zu harmlos. 90 Minuten sind um. Also wenn Dortmund das Spiel noch gewinnen will, dann brauchen sie jetzt eine Blitz-Hau-Ruck-Aktion. Der war es nicht. Das war's. 1-1, Auftaktspiel Dortmund. Die erste Halbzeit hat so viel Tore in der zweiten versprochen, aber beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit deutlich stärker. Wir haben ein starkes Eintracht gesehen. Ein starkes Eintracht Frankfurt. Wir haben starke Dortmunder gesehen in der zweiten Halbzeit. Leider ohne Erfolg ein zweites Tor zu erzielen. Ansonsten war es ein gutes Spiel zum Start in diese Saison. Das war's von mir, von meinem Sprecherplatz. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Viel Spaß und ciao, ciao. Damit würde ich sagen, war es das dann auch für die erste Folge. Jugendturnier endet in Kürze. Müssen wir nochmal schauen, was genau das heißt. Endet in Kürze. Rollenupdate für Bayer. So, der hat definitiv nochmal ein bisschen draufgepackt. Wir trainieren weiter. Spezialbewegung 5 Sterne. Jetzt noch mehr Tempo. Und der Typ ist auch irgendwann einfach nicht mehr aufzuhalten. Wir bleiben mal, beziehungsweise doch, wir bleiben bei Stoßsturm Profi. Da ist auch Schießen mit dabei. Passen okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dribbling ist schon enorm stark. Also wir haben hier ein echtes Talent für den Sturm. Das macht auf jeden Fall direkt schon mal richtig Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen für die erste Folge der Dortmund-Karriere. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.